Viele wollen jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zum Landespokalsieg. Der zweite Erfolg innerhalb von wenigen Tagen. Es läuft für Energie, oder? Ja, wenn diese schwachsinnige Regelung nicht geben würde, wäre, ich will nicht sagen außergewöhnlich, kann man trotzdem auch sagen, fantastisch. Ich glaube, dass in den letzten zwei Jahren nach dem Gewitter hier, sowohl wirtschaftlich, sportlich, die Mannschaft, der Club nochmal eine tolle Entwicklung genommen hat. Das hat man dann heute auch gesehen, fußballerisch auf allerhöchstem Niveau. Spieler, die sich fokussieren können, nicht im Hinterkopf schon bei Unterhaching sind, im Gegenteil, sich voll auf dieses Spiel konzentriert haben und dann phasenweise für Regionalliga außergewöhnlichen Fußball gezeigt haben mit einem fantastischen Publikum. Ich muss sagen, selbst nach dem Gegentor durch Luckenwalde seid ihr nicht so richtig aus dem Tritt gekommen. Es war eine schwierige Phase, aber ihr seid gut zurückgekommen. So kann man es auch sehen. Es ist positiver. Ich fand schon, dass wir da 10 Minuten ein bisschen ungeordnet waren, ein bisschen nervös wurden. Aber dann haben wir das Spiel wieder in der Hand genommen und das war auch dann in der Ansprache, in der Halbzeit, zwei kleine Sachen verändert in der Position. Beide Achter waren mir dann zu viel immer auf eine Seite. In der ersten Halbzeit haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht, um noch mehr Tiefe zu bekommen und mehr Breite. Habe ich zur Mannschaft gesagt, es gibt keinen Grund, unzufrieden zu sein. Es gibt keinen Grund, jetzt den Kopf hängen zu lassen. Es gibt auch keinen Grund, jetzt irgendeine Schuldweise, sondern ich erwarte von uns, dass wir uns jetzt gegenseitig pushen, unterstützen und das Spiel nach Hause fahren. Und dann natürlich mit solchen Toren. Und dann habe ich in der Halbzeit noch gesagt, dass aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeiten sich erhöhen, wenn wir weiter Standards bekommen. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon viele, nur nicht jede Standard ist möglich zu verwerten, aber dann haben wir in der zweiten Halbzeit mit einem Traumtor, aber auch das Kopfballtor ist für mich ein Traumtor. Ja, als ob der auf eine Leiter hochgelaufen ist und war 17 Meter von der Erde entfernt und dann noch diesen Druck, das zeigt, wir haben alle Möglichkeiten jetzt. Wichtig war, dass Kujovic sofort da war, Scherbakowski da, am Ende Tim Heike da, Abu Alfa und Erbik. Wir haben eine große Auswahl jetzt. Das war das Ziel mit dem letzten Spiel bei Chemie Leipzig und mit dem heutigen Spiel auf 17, 18 Spieler zu kommen. Und ich denke, die haben wir. Und damit haben wir alle Möglichkeiten jetzt am Mittwoch mit diesem Rückenwind. Das war wichtig, dieses Spiel deswegen zu gewinnen, diesen Rückenwind, dieses positive Erlebnis mitzugeben. Und ich glaube, dass heute der letzte Fan, der vielleicht noch ein bisschen Zweifel hatte, der dann am Mittwoch kommt und er sagte, okay, die Jungs, geht um die Jungs, die haben es echt verdient, unterstützt zu werden von der ersten bis zur letzten. Dann spielen wir am Mittwoch mit 13 Leuten, da bin ich 1000%ig von überzeugt. Und wie das dann aussehen kann, haben wir dann am Donnerstag gesehen in Stuttgart und gestern Abend in Wien-Wiesbaden. Wenn alle gemeinsam, was ich immer sage, nicht den perfektesten Plan sollte man haben, sondern den gemeinsamen Plan. Ist das das Geheimnis dieses Jahr, die Breite des Kaders, die Tiefe des Kaders? Ihr könnt nachlegen, man hat es heute auch an den Einwechslungen gesehen, da kam neue Power rein und ihr habt nochmal eine Schippe draufgelegt. Ja, obwohl er günstiger ist als letzte Saison. Also ja, ich denke, dass wir da das gut gemacht haben in der Zusammenstellung. Auch mit dem Wissen, dass eine Breite nicht immer einfach zu begleiten ist. Aber da immer diese Offenheit, diese Transparentheit, sage ich ja öfters. Während des Spiels wirkt es manchmal anders, aber ich kommuniziere komplett auf Augenhöhe. Wir kommunizieren komplett auf Augenhöhe, nehmen alle Spieler mit. Auch diese, ich sage nochmal, diese Auswechslung, die waren unter der Woche schon vorbereitet, auch so gesagt. Natürlich weiß ich nicht, wenn natürlich was während des Spiels was Außergewöhnliches passiert und man hat andere Entscheidungen zu treffen, dann werden wir die natürlich auch treffen. Aber ansonsten haben wir unseren Plan, den verfolgen wir mit allen, mit jeglicher Konsequenz und dazu hört jeder Spieler und dann diese Breite zu benutzen. Und das wissen mittlerweile auch die Spieler, dass sie ein wichtiger Teil dazu sind und jeder hat seinen Mehrwert. Ich finde, das hat man dann heute auch mit den Wechseln gesehen. Jetzt noch die zwei wichtigen Spiele gegen Unterhaching. Mittwoch höchstwahrscheinlich vor ausverkauftem Haus und Flutlichtspiel. Eine bessere Kulisse gibt es eigentlich nicht, oder? Ja, in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall Flutlicht. Umso mehr freuen wir uns. Haben wir noch ein bisschen länger Zeit, um uns zu regenerieren. Deswegen war dieser Schlüssel heute erfolgreich zu sein. Wenn du dieses Spiel verlierst, bist du nächstes Jahr nicht in der Hauptrunde, dann wird auch wieder diskutiert über Geld. Dann haben wir ja auch Leute, die dann versuchen, Unruhe zu stiften und sagen, die wollten ja gar nicht, die haben sich auf Mittwoch konzentriert. Alles Schwachsinn. Deswegen ist es wichtig, sich jetzt mit Fokus, Selbstbewusstsein, vor allen Dingen mit dieser Überzeugung, in dieser Art, wie wir dann in der zweiten Halbzeit gespielt haben und in der ersten
bis zum 1-1. Das war für mich war das Fußball unglaublich. Alles fußballische Lösen, auch gute Positionierung, gute Raumaufteilung. Vielleicht einen kleinen Tuck nach dem 1-1 mit den beiden Achter, wo man sich ein bisschen besser aufteilen kann. Aber das können wir dann in der Halbzeit korrigieren, konnten wir korrigieren. Mannschaft fantastisch untergesetzt. Sag ich nochmal, ich bin unfassbar stolz, dass die Mannschaft diesen Fokus auf dieses Spiel heute gelegt hat, mit dem Wissen, dass das dann am Mittwoch, Sonntag aus meiner Sicht auch belohnt wird. Wir haben vorhin den Präsidenten schon mal ganz kurz gefragt, nur die Saisonvorbereitung ist eigentlich total schwierig. Ihr wisst nicht, welche Liga ihr spielt, ihr habt nur einen ganz kurzen Zeitraum, überhaupt eine Kaderplanung zu machen mit dem bestehenden Kader, mit möglichen Verstärkungen. Entschuldigung, aber das wird brutal. Da sieht man ja, ich sage nochmal, respektloser gegenüber einem Meister, unabhängig von Energie Cottbus. Ich spreche für alle Vereine, ich spreche für alle Trainerkollegen. Ich wünschte mir mehr, ich kriege zwar viele Nachrichten, auch von Kollegen, und die sehen das auch so wie ich und unterstützen das, indem sie mir das schreiben. Meldet euch, geht in die Öffentlichkeit, braucht keine Angst haben. Jeder, der ein bisschen Verstand hat, würde euch niemals dafür kritisieren, im Gegenteil. Wir müssen den Fokus darauf legen, dass hier an eine saubere Lösung gearbeitet wird. Die saubere Lösung kann nicht sein, kein Urlaub. Keine Chancen, was vorzubereiten, ob Mannschaft in der Liga oder der Liga. Und dann fängt relativ zeitig die neue Saison an. Es gibt keine Wertschätzung. Wenn ein Tabellenführer keine Wertschätzung bekommt nach 34 Spielen, man sagt immer, das ist eine Aussagekraft einer Tabelle. Ich erkenne die nicht. Die in Münster und in Ulm, die lachen sich kaputt. Wahrscheinlich ist noch, oder ich hoffe, dass wir aufsteigen, und dann ist das erste Spiel wahrscheinlich noch in Münster und das zweite gegen Ulm, dass sie richtig frisch sind, ne, und hoffen, dass Cottbus noch richtig müde ist. Das muss man sich mal überlegen. Das Gleiche gilt aber auch für Unterhaching. Also ich rede jetzt nicht nur für mich. Deswegen hoffe ich, dass solche Leute, Wagner, der hat schon Bundesliga gespielt, glaube ich, Nationalspieler, die müssen sich nicht sollten, die müssen sich positionieren. Alle müssen sich positionieren, weil nächstes Jahr gibt es wieder diese Konstellation. In dem Fall nicht Regionalliga Nordost, aber Nord und Bayern. Und danach sind es wieder Regionalliga Nordost gegen Nord. Das ist ja Schwachsinn. Und die anderen, die sitzen da, weil sie mehr Mitglieder haben und mehr Vereine gemeldet haben. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, das kann nicht im Sinne des Fußballs sein, und das kann nicht, das ist für mich absurd, und ich habe ja gesagt, hätte ich die Möglichkeit, nach dem 11. gerichtlich dagegen vorzugehen, ich würde das machen mit allem, was ich habe. Und wenn ich alles verliere, Bosman hat auch mal gewonnen, haben sie dann auch hängen lassen, aber diese Ungerechtigkeit darf es im Fußball nicht mehr weitergeben. Wir gucken erstmal auf Mittwoch, wünschen euch ganz viel Erfolg. Dankeschön, vielen, vielen Dank.